Guten Morgen und herzlich willkommen bei Ihren Krone News am Freitag, den 24. April. Zunächst ein Blick auf die Corona-Zahlen. Aktuell sind nur mehr rund 2.800 Menschen in Österreich an Covid-19 erkrankt. Derzeit hospitalisiert sind rund 700 Menschen, rund 170 davon auf der Intensivstation. Jemals positiv auf das Coronavirus getestet wurden rund 15.000 Menschen in Österreich. Mehr als 11.700 Menschen gelten als wieder genesen. Rund 500 Menschen sind in Österreich mit dem Virus gestorben. Trotz aller positiven Trends warnen Experten davor, zu optimistisch zu sein. Denn eine zweite Infektionswelle ist nicht ausgeschlossen. Die WHO mahnt zur Vorsicht bei Lockerungsmaßnahmen. Ob durch den ersten Öffnungsschritt am 14. April die Zahlen wieder angestiegen sind, wissen wir aufgrund der Inkubationszeit erst nächste Woche. Es wäre jetzt jedenfalls falsch, die Situation nicht mehr ernst zu nehmen. ÖVP und Grüne haben im Parlament eine Reform des Epidemiegesetzes eingebracht. Das Gesetz soll bis Ende 2021 befristet Screening-Programme erlauben. Diese sollen Regionen ermitteln, die besonders von Corona betroffen sind. Die Reform erlaubt auch den Ausschluss bestimmter Personengruppen von Veranstaltungen. Die Opposition hat große Bedenken gegen die Änderung, die die Regierung ohne Ankündigung oder Erklärung eingebracht hat. Die SPÖ befürchtet etwa, dass mit bestimmten Personengruppen jene gemeint sind, die keine Tracking-Apps installieren. Eine Runde steirischer Unternehmer ist bei einer Poolparty ertappt worden. Das Ganze ist auf Video festgehalten worden und auf krone.at zu sehen. Mit von der Partie international erfolgreiche Unternehmer und Führungskräfte von Großbetrieben, die sich offenbar für etwas Besseres halten. Den Beteiligten droht eine Anzeige wegen Verstößen gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz und eine Strafe von bis zu 3.600 Euro. Der EU-Gipfel hat am Donnerstag ein Rettungspaket in Höhe von 540 Milliarden Euro im Kampf gegen die Corona-Krise gebilligt. Jetzt soll die EU-Kommission den weiteren Finanzbedarf für den Wiederaufbau einschätzen. Zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen soll das EU-Budget deutlich angehoben werden. Die Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, warnt vor einem massiven Kurssturz der Eurozone, deren Bruttoinlandsprodukt um bis zu 15% schrumpfen könnte. Und im Bundesstaat New York haben sich 14% der Bevölkerung mit Corona angesteckt. Das geht zumindest aus einer ersten Antikörperstudie hervor. In der Millionenmetropole New York City sind es sogar mehr als 20% der Bevölkerung. Für die Studie wurden rund 3.000 Menschen zufällig ausgewählt und auf Antikörper getestet. Viele Forscher gehen davon aus, dass diejenigen, die das Virus bereits hatten, geheilt und zumindest für eine gewisse Zeit immun gegen Covid-19 sind. Das war Ihr Morgen-Update am 24. April. Halten Sie durch und bleiben Sie gesund. Wir halten Sie am Laufenden. Ich freue mich, dass Sie zusehen.